und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Urlaub auf dem Bauernhof hier im österreichischen Land. Ja, gestern bin ich hier angekommen. Der liebe Bauer, ich weiß gar nicht, ich habe ihn gar nicht nach dem Namen gefragt. Ich sollte ihn mal nach dem Namen fragen. Hat mir seinen ganzen Hof gezeigt, alles Gerät, alles, was es zu sehen gibt. Da am besten gerne mal gestern reinschauen in die Folge. Außerdem gerne beim Blackbeast 86 reinschauen. Das ist der, der hier mit mir aufnimmt. So, ich gehe jetzt mal gerade mal rüber und dann gucken wir mal, was es zu tun gibt oder auch nicht. Ob der ist. Hallo. Hallo. Oh, Mittagsschläfchen habe ich gemacht. Ah ja, der glaube ich. Ja, ich war jetzt mal oben. Hab den Kühen mal mal Getreidemischung und so ein bisschen gegeben. Ah ja, okay. Ah, das Kraftfutter kriegen die auch noch. Ja, ja. Ja, okay. Und gut. Halt Leck, also ja, und Getreidemischung, ja. Gut, ja. Dann werde ich jetzt mal so schauen, wie hier da drüben die Felder aussehen. Grad schauen. Also ich finde, die sehen grün aus. Ja, ich muss jetzt noch mal kurz schauen, wie das Land da so ist. Ich habe hier den Boden. So ein Messding. Messen, ja. Also ja, 67% gedüngt. Noch mal in Tablet schauen. Rat mal. Oh, wo ist denn da hinten? Ich würde mich mal verabschieden. Ich habe da was gesehen. Ich möchte mal ein bisschen spazieren gehen. Jo. Wenn ich hier hinten, kann ich hier hinten irgendwie rauslaufen? Machen Sie das. Wo hinten rauslaufen? Hier. Ja, klar. Okay, gut. Dann bis später mal. Jo, bis später. So, ich habe nämlich gesehen, da drüben zwischen dem zwischen dem Ding. Geht hier wirklich ein Weg lang oder hat er mich verarscht? Ah, nee. Weil ich bin ja nicht nur hier, um irgendwie, nicht nur hier, um irgendwie Urlaub zu machen, sondern, also schon um Urlaub zu machen. Ich möchte mir halt das ganze Ding hier mal ein bisschen anschauen. Oh, da haben wir. Das ist ja auch schick hier. So ein kleiner Heuschober oder wie? Oh, den kann ich sogar aufmachen. Das behalte ich mal für mich. Vielleicht weiß der das gar nicht. Aber das muss der ja wissen. Das ist ja sein Gelände hier. Also wenn der das nicht weiß. So, aber ich möchte auch ein bisschen mich erholen hier in der Natur. Deshalb gehe ich jetzt einfach mal kurz ein bisschen spazieren. Aber irgendwie komme ich nicht dahin, wo ich wollte. Ich wollte eigentlich darüber laufen. Komme ich hier? Dann komme ich gar nicht rum. Oh. Schön. Eine kleine Quelle. So, warte mal. Ich möchte aber. Ich habe da hinten ein Haus gesehen. Da möchte ich gerade mal hinlaufen. Ich wollte ihn fragen, wie er heißt. Ich habe vergessen, wie er heißt. Wenn ich mich verlaufe, kann ich nicht mal nach Hause finden. Durchs Gestrüpp, ey. Wenn das meine Frau sehen wird. So, irgendwo war doch hier. Oh, da kommt ein Weg. Ah, die Tannennadeln, die stechen ganz schön. Du. Unternehmensberater war schon ein cooler Job, ja. Viele unterwegs, immer wieder hier, dann aber auch im Büro sitzen. Darauf habe ich eben keinen Bock mehr. Hier ist Sackgasse. Kann ich hier weiterlaufen? Ich hab doch hier irgendwo ein Haus gesehen. Wo war denn das? Hä? Bin ich schon dran vorbeigelaufen?
irgendwo darüber geguckt und dann habe ich ein Haus gesehen. So, von da drüben hier rüber. Hey, ich glaube, ich habe mich verguckt. Ich hab doch da ein Haus gesehen. Ich gehe mal gucken. Ich laufe wieder zurück. Da habe ich gedacht, ich war absolut sicher, ich habe da ein Haus gesehen. Und jetzt doch nichts gefunden hier. Da ist kein Haus. Ich habe keine Ahnung, was ich da gesehen habe. So, ich glaube aber morgen früh, also wenn ich hier mal aufstehe. Dann werde ich vielleicht mal hier eine Runde joggen gehen. Und der ist schon hier. Der ist hier schon am Arbeiten. Hallo. Hallo. Oh, das ist aber laut. Hallo. Ich habe was vergessen. Ja. Wie heißen Sie denn überhaupt? Ich bin der Hans Gumpitsch. Gumpitsch, Herr Gumpitsch, okay. Ja. Ich bin der Herr. Gutberg. Herr Gutberg bin ich. Ja, Sie sind Hallo. der Gutberg, ja. Jetzt ist da oben doch ein Haus. Was? Das gibt's ja nicht. Sehen Sie, gucken Sie mal darüber, da zwischen dem Wald. Ja. Sehen Sie da auch ein Haus? Ja, da ist ein Haus. Ja, da war ich gerade, da war kein Haus. Nee, da war kein Haus. Ich war gerade da drüben, da war kein Haus. Okay. Ja, Ach, ich war da vielleicht. auch noch nie oben, weil das ist nicht mein Grund da oben. Keine Ahnung. Und vielleicht war ich zu weit unten. Ich weiß auch nicht. Da wollte ich nämlich Nö. gerade hinlaufen, aber dann war es irgendwie weg. Ja. Vielleicht ist es ein Geisterhaus. Sie machen jetzt hier, Sie mähen jetzt hier gerade das Gras, oder wie? Ja. Okay. Kann man da mal mitfahren? Glaube ich. Nicht. Sie könnten ja ein paar Mal außen rum, und dann könnten Sie mal mähen, wenn Sie wollen. Ja, fahren Sie erstmal außen rum. Das ist gut, dass ich da Dann nichts weise ich Sie ein kaputt mache. bisschen ein und dann können Sie mähen, ja. Ja. Jo, bis dann. Oh, der fährt aber ganz schön flott hier. Ich gehe mal gerade noch zu den Kühen gucken. Hm. 50 Cent den Liter. Oh, was denn hier? Hochspannung. Also ich werde irgendwann noch mal darüber laufen zu dem Haus. Ich möchte nämlich wissen, was das für ein Haus ist. Oder ich nehme mal morgen vielleicht das Auto und fahre mal rüber. Wo ist der denn? Ah, da unten. Oh Gott, ganz da unten.
Ist schon ein kleines süßer Traktor hier. So, sie fahren ja ganz schön schnell darum. Ja, also ja, das Mähwerk ist eigentlich auch dafür gedacht. Okay. Nur weil Bino. Sie können sich ja mal reinsetzen, dann kann ich den mal zeigen. So. Also den. Den haben sie ja eh schon in der Hand. Rechts, der Joystick, den sie in der Hand haben. Ja. Das ist, wenn sie den nach vorne vorne tun, das ist eine Art. Ja, eine Art Handgas. Aha. Sie können mit dem fahren oder sie können auch mit dem normalen Gas fahren. Dann haben sie links unterm Lenkrad so den orangen Hebel da. Da können sie rückwärts und vorwärts einstellen. Also eine Kupplung. Ja, also vorwärts und rückwärts können sie da, ob sie vorwärts fahren wollen oder rückwärts, können sie da einstellen. Und ja, sonst ist da, das Fahren ist bei dem überhaupt nicht kompliziert. Ja, und dann können sie noch über den, wir haben ja neben dem Joystick, haben sie noch so einen anderen Hebel, wenn sie mal schauen. Ja, den schwarzen da. Ja, mit dem können sie das Mähwerk, also ich habe es mal eingestellt, dass man mit dem Hebel jetzt kann, das anheben und runterlassen. Ah, ja. Und dann haben sie noch, unterm Hebel haben sie noch so kleine gelbe. Ja. Mit dem können Sie das Mähwerk ausschalten, also die Zapfwelle. Ja. Gut. Ist das jetzt aus? Ich höre nichts. Ja, jetzt ist aus. Okay, das ist ja gut. Ja, dann können Sie hier mal die Runden drehen. Bisschen. Herr Gumbich? Gumpitsch. Gumpitsch, ist das Ding jetzt an? Ja. Okay. Gut, und mit dem Hebel haben Sie gemeint, vorwärts und rückwärts. Kann ich auch unten Gas geben? Ja, Sie können auch nochmal Gas geben, ja, mit dem Fuß, ja. Ah, ja, gut, dann mal bis später, ne? Bis später. Ich hoffe, ich lasse alles ganz. Ja, schön, schön sachte. Immer schön langsam mit den schönen Pferden hier. Ja, geht das überhaupt? Ja. So, ich fahre jetzt einfach mal da hin. So, warte mal, was hat er jetzt gesagt? Welchen Knopf muss ich drücken? Den, ne. Ja, den auch nicht. Ah ja. Und aus war der hier. Ah ja. Okay. Gut, dann, wie fahre ich denn hier am besten? Ich fahre mal da hoch und drehe da. So. So, warte mal. Halt, stopp! Das Ding runter. Dann den da. Ah ja. Da muss ich aber mehr aufs Gas drücken hier. So. Ja, das geht doch. Oh, ich glaube, ich lasse zu viel stehen, oder? Und ja, da habe ich was stehen lassen. Da fahren wir, glaube ich, nochmal drüber. Nicht, dass der Gumbitsch, sehr böse auf mich wird. Ich lass mal einfach rollen, das ist ganz gut. Oh, nicht in Bach. Da habe ich schon ein bisschen Respekt vor. Gut.
funktioniert. Ich glaube, ich werde auch Landwirt. Ich werde Milchbauer. Kann ich mir auch ein bisschen was leisten. So. Macht das, glaube ich, perfekt. Glaub ich. Ach, der macht da schon irgendwas anderes. Was macht der denn? Mhm. Oh, oh. Halt. Ja, das läuft doch hier. So, das mit dem Gaspedal, das muss ich noch ein bisschen üben. Ich habe da zu viel Angst, glaube ich. Oh. Ich glaube, ich mach mal ein bisschen Platz hier. Gut so. Zustände. Hä? Oh ne, schon wieder so nah an den Bach. Aber es geht, so ein bisschen Übung braucht der Meister. Vollgas. Dann läuft es. So, warte, das war der Knopf und dann der Knopf. Den Knopf und den Knopf drücken. So. Ey, wenn das meine Frau wüsste, dass ich hier auf dem Traktor sitze, ey, ich glaube, die wird in Ohnmacht fallen. Jetzt wollte ich den was fragen, jetzt fährt er einfach weiter. Wollt wissen, ob ich das gut mache. So, oh, da habe ich einen neuen Knopf gefunden. Das ist der Tempomat. Das ist ja geschickt. Fährt er einfach weg. Was ist denn, wenn jetzt was passiert? Ich glaube, ich sollte das nicht immer so oft über den Boden ziehen. Ich glaube, das ist nicht gut. So, aber das Ganze läuft ja ziemlich gut. Ich würde an dieser Stelle sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Schaut gerne auch beim Blackbeast 86 vorbei. Bei ihm heißt das ganze Projekt Leben auf dem Bauernhof. Ich bin hier zu Besuch und... Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Da gibt es die nächste Folge. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.